Ja, hallo meine liebe Sängerin. Du möchtest also wissen, was der Unterschied zwischen Twang und Belting ist? Ja, diese Frage wird mir ab und zu gestellt und ich finde sie auch absolut berechtigt, denn Twang und Belting gehören untrennbar zusammen. Und was ist nun genau der Unterschied? Falls du nicht weißt, was Twang ist oder was Belting ist, dann kannst du auch in meinen Videos nachschauen, was ist Belting, was ist Twang, wenn du neugierig geworden bist. Aber dieses Video richtet sich wirklich an dich, wenn du weißt, was Twang ist, wenn du weißt, was Belting ist und du möchtest gerne den Unterschied wissen. Also beginnen wir mal mit, was ist Belting? Belting ist ein Singstil. Das ist ein Singstil, wie wenn ich sage, ich jodle. Jodeln ist mein Singstil. Oder ich singe klassisch. Klassisch singen ist mein Gesangsstil. Oder eben ich belte. Belting ist mein Gesangsstil. Und bereits bei diesen verschiedenen Stilen gibt es Unterarten. Also beispielsweise ich kann belten im Musicalgesang oder im Popgesang und so weiter. Dann Twang ist eine Gesangstechnik. Also Twang ist etwas, was du gesangstechnisch machst und du für Belting brauchst. Ich brauche nochmal das Beispiel vom Jodeln. Wenn ich jodle, dazu brauche ich die Gesangstechnik des Jodelschlags. Die gehören untrennbar zusammen. Ich könnte aber den Jodelschlag beispielsweise oder wird auch eingesetzt in einem Popsong einsetzen. Wenn ich mal go on, go on. Jetzt habe ich den Jodelschlag eingesetzt, aber nicht in dem Sinne gejodelt, das ist nicht mein Singstil, sondern ich habe es in einem Popsong eingesetzt. Und bring dir mal ein Beispiel mit Kuchen, falls du nicht so vom Singen herkommst. Also es gibt verschiedene Arten von Kuchen, das wäre analog der Singstile, Zitronenkuchen, Schokoladekuchen. Und dann gibt es bestimmte Zutaten, die du dafür brauchst, Gesangstechniken. Also ein Zitronenkuchen braucht Zitronen, ein Schokoladekuchen braucht Schokolade. Das heißt, die beiden gehören untrennbar zusammen. Aber der Schokoladekuchen ist nicht gleich Schokolade. Ich brauche zwar die Schokolade für den Kuchen, aber aus der Schokolade könnte ich auch andere Sachen machen. Muss nicht zwingend Schokoladekuchen sein. Also ich nehme nochmal die Technik des Twangs. Ich könnte beispielsweise jetzt auch mit mega viel Twang in meiner Stimme sprechen, aber deswegen bin ich noch nicht am Belten. Ich brauche einfach diese Technik. Oder wenn ich irgendwas, yeah baby, how are you, irgendwas tief mit Twang singe, dann bin ich auch noch nicht am Belten. Weil der Singstil Belting hat noch andere Faktoren als nur die Technik des Twangs. Also beispielsweise ist Belting auch immer in der Rufstimme oder in hohen Lagen in der Schreistimme gesungen oder in der Bruststimme. Das heißt, das sind weitere Faktoren, die diesen Singstil definieren. Und nur die Anwendung von Twang heißt noch nicht, dass ich belte. Also wenn ich beispielsweise jetzt eben das in der Tiefe mache, ist es noch nicht gebeltet. Oder wenn ich in meiner Kopfstimme viel Twang drin habe, ist es noch nicht gebeltet. Das heißt, die Schokolade macht noch nicht den ganzen Kuchen aus. Es braucht noch andere Zutaten. Das heißt, zusammengefasst könnte ich dir die Antwort so geben. Belting ist ein Singstil und Twang ist die Gesangstechnik, die du dazu brauchst. Aber die beiden sind untrennbar verbunden zusammen wie Schokoladekuchen und Schokolade. Ich wünsche dir jetzt guten Appetit, falls du wirklich einen Schokoladekuchen in deiner Nähe hast und freue mich darauf, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann danke ich dir, dass du das noch machst. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.